Am Donnerstag hat Sony endlich die PlayStation 5 gezeigt und nicht nur die PlayStation 5, sondern auch direkt passende Spiele für diese. In diesem Video möchte ich euch mal meine Top 6 der besten Spieleankündigungen der vergangenen Show präsentieren. Und gleich eine Sache vorweg, das ist meine Top 6 und nur weil ein Spiel nicht in dieser Top 6 genannt wird, bedeutet das nicht, dass es ein Flop war. Für mich musste ein Spiel, welches hier aber platziert wurde, nicht nur einen Überraschungsmoment haben, sondern auch ein Oh-Element mitbieten. Was ich damit meine, ja, da kommen wir gleich zu. Ich hoffe, euch gefällt dieses Video. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann vergesst nicht, Gaming Clerks zu abonnieren für mehr Content zur PlayStation 5. Das wird noch eine sehr schöne Reise über die nächsten Monate und ich hoffe, ihr seid dabei. Gerüchte um das Remake zu Demon's Souls gab es schon lange, aber Gerüchte sind ja halt auch nur Gerüchte. Und deswegen war es unglaublich schön zu sehen, dass Demon's Souls zurückkehrt, und zwar als PlayStation 5 Exclusive. Das Spiel ist quasi auf der PlayStation 3 der Grund gewesen, warum Souls-like Games ein Genre wurden. Ja, Demon's Souls war nicht das erste Spiel seiner Art von From Software, aber es war das erste Spiel, das den Durchbruch geschafft hat. Ich habe das Ding damals noch aus Japan importiert, weil ich dachte, das kommt eh niemals bei uns im Westen an. Und ich bin auch ganz ehrlich zu euch, ich war komplett überfordert mit Demon's Souls. Allerdings habe ich mich dann reingekämpft und wie viele von euch habe ich mich in Demon's Souls verliebt und daraus ist eine Liebe über Jahre geworden. Eine Liebe, die auf Dark Souls übertragen wurde, auf Bloodborne übertragen wurde und auf viele weitere Souls-like Games. Das Remake soll auch exakt das sein. Wir erwarten grundsätzlich die alten Gebiete, die alten Bossgegner, aber in einer komplett neuen Optik. Da viele von euch Demon's Souls damals nicht erlebt haben, ja, ist das wohl der richtige Zeitpunkt, das wunderbare Spiel nachzuholen. Ich hoffe neben den vielen Grafikverbesserungen auch auf einige Komfortfunktionen. Denn so großartig Demon's Souls auch damals war, es hatte schon noch seine kleinen Probleme. Deathloop war ein Spiel, das irgendwie auf der E3 untergegangen ist, als Arkane das Ganze auf der Bethesda-Bühne angekündigt hatte. Ehrlich gesagt war ich schon fast der Überzeugung, das Spiel ist tot. Aber nein, es ist nicht tot, es erscheint für die Next-Gen-Konsolen und es sieht hervorragend aus. Das Ding hat einen sehr coolen Style, das Gameplay sieht hervorragend aus und es ist vor allem das, was ich gerne hätte bei einer neuen Konsolengeneration. Nämlich eine neue Art von Spiel, die ich so nicht vergleichen kann. Deathloop lässt sich nicht irgendwie in eine Schublade drängen und das ist unglaublich cool. Das Design, die Musik, die Spielmechanik, alles sieht hier speziell, neu und einfach unglaublich interessant aus. Das Konzept vom Spiel ist, ja, leben, sterben und nochmal wiederholen. So ein bisschen Edge of Tomorrow mäßig. Das Ganze, wie gesagt, wirkt richtig cool und ich freue mich drauf, dieses Spiel zu spielen, wenn es denn mal irgendwann erscheint. Eine neue Konsolengeneration braucht auch einen Grafikbrecher. Ein Spiel, das so vorher nicht vorstellbar gewesen wäre. Kena Bridge of Spirits ist exakt dieses Spiel. Entwickelt von einem Studio, welches sich eigentlich eher um Animationen und CGI-Elemente in Filme gekümmert hat, merkt man halt, dass hier, ja, genau das eigentlich vereint wurde. Ein Videospiel, welches in vielen Szenen aussieht wie ein CGI-Film. Das ist eine Optik, das ist eine Kombination, die so vorher nicht möglich gewesen wäre auf zum Beispiel der PlayStation 4. Und das Ding sieht halt wirklich, wirklich hübsch aus. Was genau das 3D-Action-Adventure dann spielerisch bietet, keine Ahnung. Aber es wird ein Spiel sein, welches ich gerne erleben möchte, einfach nur um diese Pracht zu fühlen und zu erleben. Ja, vielleicht wird Kena kein großartiges Spiel, woher sollen wir das jetzt auch schon wissen? Aber es wird auf jeden Fall wunderschön zum Hingucken sein. Und es war eins dieser Spiele, die ich halt auf einer solchen Präsentation einer neuen Konsole sehen wollte. Ein Spiel, wo ich einfach nur dachte, wow, ist das hübsch.
Mein dritter Platz geht nicht direkt an ein Spiel, sondern an Sony selbst für den Mut, den sie im Rahmen ihrer Präsentation hatten, und zwar den Mut zum Mix. Damit meine ich die ganzen kleineren Titel, die Sony in die Präsentation mit eingepflegt hat. Vielleicht auch, weil sie es mussten, aber vor allem auch, weil sie wollten. Spiele wie Stray, wo man halt eine, naja, streunende Katze zu spielen scheint, sieht großartig aus. Jet, das neue Spiel von den Super Brothers, hat, also wir haben ewig drauf gewartet, das sind bald 10 Jahre, aber auch das sieht hervorragend aus und sehr speziell. Und ja, auch Goodbye Volcano High ist irgendwie unglaublich interessant. Das ist so ein Life is Strange Furry-Spielchen, wobei Furries sind sie ja gar nicht, sie sind ja Dinosaurier, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Sieht auch unglaublich interessant aus. Und wenn ich mal ganz kurz den Lanze für das letztere Spiel brechen darf, ich finde es ein bisschen unfair, dass das schlecht bewertetste Spiel aktuell von den PS5-Games auf dem offiziellen PlayStation-Kanal ist. Das hat das Ding nicht verdient. Also wirklich nicht, vor allem, weil man kein Gameplay gesehen hat. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Ich möchte Sony dafür loben, dass sie diesen Mut bewiesen haben, diese Spiele mit in ihre Präsentation aufzunehmen. Auch wenn sie nicht wussten, wie das vielleicht bei der Spielergemeinde generell ankommen könnte. Auch muss man sagen, hat Sony diese Spiele gut eingestreut zwischen den anderen großen Ankündigungen. Der Mix war hier einfach großartig und ist einer, den ich bei Nintendo ja jüngst auch vermisst habe. Passendes Video dazu findet ihr jetzt oben rechts in der Infocard. Also Glückwunsch Sony, ich finde es cool, dass ihr diesen kleinen Spielen diese große Bühne gebt. So soll es sein, so wünsche ich es mir. Cool. See things others can't. Aber seien wir mal ganz ehrlich, okay? Ja, die Indie-Spiele sind cool, aber was wollen wir auf so einer Präsentation sehen? Die ganz großen Brecher. Ghostwire Tokyo ist für mich das interessanteste Spiel, was zum ersten Mal gezeigt wurde, welches ein Next-Gen-Game ist. Das Ding erscheint auch für den PC und auch für die Xbox Series X. Das Gameplay sah absolut großartig aus. Das ist dieser creepy Shit, den ich von Mikami einfach haben möchte. Dieser Mix aus, ja, so ein bisschen japanische Popkultur, japanischer Horror und ich weiß nicht, was hier noch passiert, sieht absolut großartig aus. Dass Mikami solche Spiele, einen solchen Mix kann, das wissen wir. Aber Ghostwire Tokyo sieht absolut großartig aus. Das hat eine unglaublich interessante Story und ich möchte dieses Spiel einfach erleben können. Leider wird das wohl dieses Jahr nicht mehr passieren, aber hoffentlich nächstes Jahr. Ich freue mich drauf. Das Ding ist ebenfalls ein Spiel, wo ich mir einfach sage, das ist ein Style, das ist ein Stil, den hatte ich so vorher noch nie gesehen. Und genau das möchte ich bei einer Next Gen haben. Der Mix hier auch aus dem Trailer und aus dem Gameplay-Material ist hervorragend und macht einfach sehr viel Lust auf mehr. Ghostwire Tokyo ist mein Third-Party-Highlight der PlayStation 5-Präsentation. Und nun kommen wir zu meinem Spitzenplatz. Und ganz ehrlich, wir hatten viele weitere Highlights in dieser Präsentation. Wir hatten das neue Spiel von Square Enix, welches wohl zeitexklusiv erscheinen wird auf der PlayStation 5. Wir hatten viele weitere First-Party-Spiele, wie zum Beispiel das neue Horizon, wie Gran Turismo. Aber ohne Shit, mein Highlight war Ratchet & Clank Rift Apart. Nun werden sich manche fragen, okay Nico, warum? Nun, einerseits, weil ich damit nicht gerechnet habe, weil ich eigentlich gesagt habe, hey, Insomniac Games, die werden sich wohl eher auf Spider-Man konzentrieren. Und ja, die bringt Spider-Man als DLC nochmal für die PS5, aber ich habe trotzdem nicht damit gerechnet, dass Ratchet & Clank auch erscheinen wird. Das heißt also, ich war erstmal sehr überrascht. Und dann fand ich es auch noch unglaublich hübsch. Und der dritte Punkt, und deswegen ist dieses Spiel auch auf Platz 1, ist, dass Ratchet & Clank gezeigt hat, was die PlayStation 5 möglich macht. Und zwar keine Ladezeiten. Das gezeigte Gameplay von Ratchet & Clank war eigentlich exakt das. Es war eine Demonstration, eine Präsentation, was die neue SSD-Technologie in der PlayStation 5 leisten kann. Nämlich keine Ladezeiten. Ihr wechselt die Welten im Spiel. Alle Assets und so weiter werden ausgetauscht, zumindest auf den ersten Blick.
und das Spiel muss nicht laden. Es geht direkt weiter und weiter und weiter und weiter. Und das ist ein großes Feature von der PlayStation 5, womit man nicht nur Open-World-Spiele halt ohne Ladezeiten darstellen kann, sondern halt sehr schnell die komplette Spielwelt auch verändern kann, ohne dass das Spiel nachladen muss. Dieses Feature hat in der kompletten Präsentation nur Ratchet & Clank so eindeutig präsentiert. Und das hat mich fasziniert. Und genau deswegen ist Ratchet & Clank Rift Apart auf Platz 1 in dieser Liste, weil es diesen Next-Gen-Vibe unglaublich nach vorne getrieben hat und gezeigt hat, hey, bessere Grafik, ja, aber das hier ist das Killer-Feature der neuen Generation. Das hier ist das Killer-Feature, worauf PC-Spieler Jahre neidisch gucken könnten. Das ist Next Generation. Und deswegen ist Ratchet & Clank auf Platz 1 in dieser Liste. Und nun seid ihr gefragt, was sind eure Highlights von der Präsentation der PlayStation 5? Und vor allem auch, gab es auch Sachen, die euch ein bisschen enttäuscht haben? Ich werde in diesem Video und auch in einem Folgevideo nicht über meine Flops sprechen, weil ich mir so dachte, hey, eigentlich gibt es nur ein oder zwei Flops, wenn man drüber wirklich sprechen wollen würde. Und ansonsten war die Präsentation einfach richtig gut. Und deswegen hat die PlayStation 5 Präse keinen Flop verdient. Zumindest für mich nicht. Aber das kann ja bei euch anders sein. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Und ja, es wird noch ein Video über die Hardware geben. Aber da möchte ich mich noch ein bisschen mehr einlesen. Und ja, schauen wir dann mal. Vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Vergesst nicht, Gaming Clocks zu abonnieren. Und natürlich auch ordentlich zu kommentieren. Und jetzt lasst uns zusammen auf die Reise gehen. Ich bin sehr gespannt, was noch kommt über das Jahr. Das wird eine sehr, sehr, sehr interessante Konsolengeneration. Endlich mal wieder.